Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, solltet ihr das unbedingt tun, denn sonst verpasst ihr Videos und sonst verpasst ihr die nächsten Wochen was richtig, richtig krasses. Deshalb lieber abonnieren, ist eh kostenlos, also verpasst ihr auch nichts. Ich habe eigentlich schon sehr, sehr lange nichts mit meinen Hatern unternommen, ist mir aufgefallen. Also ob es jetzt irgendwie Hater-Kommentare kommentieren waren oder generell, irgendwie wird es langsam leer. Die Hater verschwinden langsam. Das ist echt traurig. Deshalb hatte ich einen Geistesblitz und dachte mir, was ist, wenn ich einfach mal so ein bisschen in meinen privaten Nachrichten rumstöbere und gucke, was die Hater mir so schreiben und schreib mal ein bisschen mit denen und antworte denen und guck so, was sie so zu sagen haben und ob sie überhaupt was zu sagen haben. I don't know. Und ob überhaupt irgendwelche Hater in meinen Nachrichten sein werden. Ich hoffe, weil sonst wäre es echt langweilig. Wir drücken uns einfach mal all die Daumen und hoffen, dass wir gleich irgendwelche Hater finden. Falls euch diese Videoidee gefällt, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und vielleicht mache ich dann ja mal einen zweiten Teil, wenn ihr Bock drauf habt, wenn es cool wird. Und Leute, ganz, 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 ganz wichtig, schaltet auf jeden Fall nächsten Mittwoch um 13 Uhr ein. Denn da kommt eine Riesenüberraschung auf euch zu. Ich will nicht so viel verraten. Schaltet auf jeden Fall ein. 13 Uhr, nächsten Mittwoch. Es wird bunt, sage ich mal dazu. Es wird sehr bunt. Ich würde dann aber auch direkt mal sagen, ich nehme mir mein Handy zur Hand und schaue dann einfach mal, ob die Hater irgendwas zu sagen haben und ob es überhaupt noch Hater gibt und ob ich mit denen schreiben kann. Also das wäre richtig cool. So, ich gehe jetzt einfach mal mit euch auf mein Instagram und schau mal, ob es da irgendwas in meinen privaten Nachrichten gibt. Ihr könnt mir jederzeit schreiben, meine privaten Nachrichten sind auf jeden Fall offen. Also wenn ich reingehe, sehe ich auf jeden Fall, was ihr mir geschrieben habt. Und das ist die beste Methode, um zu stalken, glaubt mir, Leute. So, gucken wir mal, was so die Nachrichten sind. Ich aktualisiere noch zweimal und vielleicht ist ja gerade euer Instagram-Name da. Schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr gleich seht, dass ihr in meinen Nachrichten wart. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hater ist, aber ich klicke jetzt einfach mal drauf. Und sie schreibt, ich finde toll, dass du Bibi Glückwunsch gesagt hast. Könnt ihr mal wieder miteinander sprechen? Nein, wir sprechen nicht miteinander. Natürlich sprechen wir miteinander. Ich habe heute noch total viel mit ihr geschrieben und geglückwünscht und so weiter und so fort. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, ja, Bibi ist schwanger. Und ich glaube, das wollte die Paula mir damit sagen. Aber das ist ja kein Hater-Kommentar. Wir suchen mal weiter. Okay, ich glaube, hier haben wir den ersten Kommentar. Und zwar schreibt sie, Dagi, du bist hässlich und eine Bitch. Drei Mittelfinger. Oh mein Gott, ein Schwein sieht sogar schöner aus als du. Ist gar nicht mal so schlimm, weil du hast mir das um 21.09 Uhr geschrieben. Das heißt, es spricht nur für mich. Dankeschön. Und dir werde ich jetzt einfach mal antworten. Hey, danke. Wie lieb von dir. So, das belasse ich jetzt erstmal dabei und wir gucken mal weiter. Hier habe ich noch einen Kommentar und zwar steht hier, du bist Kacker. Das ist ja sehr nett. Danke. Schreibe ich jetzt einfach mal zurück und mal gucken, was dann kommt. What the fuck? Ich kann ehrlich gesagt nicht zu erkennen. Es ist kein Hater, aber es ist ein Nacktfoto und ich, ich kann nicht erkennen, was es ist. Aber ich antworte einfach mal. Hey. Sieht ja klasse aus. Oh mein Gott, der Arme. Bitte hör auf mit YouTube, hat keinen Sinn. Doch hat er, weil du mir gerade geschrieben hast. Du bist sehr hässlich, Bibi, sehr, sehr, sehr schön als du, Dagi. Wie lieb. Dankeschön. Oh mein Gott, ich glaube, die Leute denken sich auch so, ist die komplett gestört? Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die Leute das jetzt extra machen, weil ich leider auf Instagram gesagt habe, dass ich etwas mit Hater machen möchte. Nicht, dass ich jetzt total viele Nachrichten habe, die gar nicht echte Hater sind. Aber gut, wir machen mal weiter. Bist du auch schwanger? Ich antworte einfach mal drauf. Bin ich? Oh oh, ich glaube, das ist nicht so gut, was ich gerade tue. Okay, ich wusste es. Die eine schreibt, oh mein Gott, ich bin im Video, love you, oder du bist die Beste, sorry, nimm das nicht so ernst, Dagi, wie? Na, kein richtiger Hater, scheiße. Als ich geschrieben habe, doch hat er, weil du mir gerade geschrieben hast, schreibt sie ein Smiley und einen Daumen hoch zurück. Mission erfüllt. Bist du auch schwanger? Ich schreibe, ja, bin ich. Oh mein Gott, Dagi, das freut mich so für euch. Warum macht ihr es öffentlich? Wie cool ist das denn bitte? Wie weit bist du? Oh Gott, hab gerade Gänsehaut. Oh nein! Oh nein! Oh nein, das war ein Spaß. Ich bin nicht schwanger. Wieso klappt das Handy? Hä?
Wieso glauben die denn, dass ich schwanger bin? Der Typ, der mir dieses Nacktbild geschickt hat, wo ich geschrieben habe, hey, sieht ja klasse aus, schick mir dieses Bild. Auf jeden Fall. Okay. Ich antworte mal. Zeige mir mehr. Oh, und sie schreibt, dein Ernst dachte wegen Eugen Story mit dem Kinderwagen im Hintergrund. Ja, natürlich. Nur weil man vor einem Kinderwagen steht, ist man direkt schwanger. Wusste ich nicht, habe ich vergessen, aber tatsächlich ist es so. Oh, voll die süße Nachricht. Er schreibt, ich bin zwar ein Mann, aber ey, ich muss einfach mal gesagt haben, finde ganz nice, wie du die Frauenwelt unterhältst und vor allem dein Verlobter soll dich ehren und lieben, so wie du bist, weil du schon eine stabile Frau bist. Wollte ich nur mal sagen. Voll süß. Wie lieb, dankeschön. Ich habe hier noch eine Nachricht und zwar schreibt sie, bitte werde nicht auch noch schwanger in nächster Zeit. Okay, ich verarsche sie jetzt mal und schreibe, hey. Hey. Bin ich aber schon. Ups. Noch eine Hate-Nachricht und zwar schreibt sie, hey Dagi, die Fans von Bibi hasen dich. Hassen dich. Sorry. Okay, da antworte ich mal direkt. Ich mag sie aber. Oh mein Gott, wie asozial. Ey, da geh mal ganz unter uns, ist Baby wirklich schwanger? Oh mein Gott, eine Fehlgeburt. Die tut mir leid. Schönen Tag noch, aber bitte werde nie schwanger. Ist schon echt asozial von dir. Sorry, aber das muss ich leider schreiben, weil so, das geht echt gar nicht. Ah, sie schreibt, Dagi, du bist hässlich, nicht Bibi. Ja, trotzdem. Dankeschön. Du siehst aber schön aus. Okay, ich habe gerade gesehen, dass die Videoaufnahme nicht aufgenommen hat auf meinem Handy. Geil! Auf jeden Fall geht es darum, dass sie schreibt, du denkst, du bist ja witzig. Ich so, ja sehr, du leider gar nicht. Sie schreibt, nope. Und ich habe geschrieben, aber ich habe dich trotzdem lieb, auch wenn du gemein bist. Und sie schreibt, du weißt, dass ich kein Fan von dir bin. Ich habe dann geschrieben, ich bin aber ein Fan von dir, weil du so süß bist. Mit deinem Snapchat-Filter. Du denkst jetzt nicht, dass ich drauf reinfalle. Worauf denn reinfallen? Dass man nicht immer ohne Grund hatet. Positiv bleiben. Dann schreibt sie, dass du jetzt auf einmal auf nett tust. Ich so, ich bin nett. Du leider nicht so zu mir. Hat sie geschrieben, hat man ja gesehen bei deinem Hate-Video. Hatest zurück. Ich so, was? Sie schreibt, egal, auf jeden Fall, lass einfach Bibi in Ruhe und gut ist. Ich hab sie doch immer in Ruhe gelassen. Ich hatte nie Streit mit ihr. Warum? 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 Sicher hattet ihr Streit. Ach so. Warst du dabei? Dann weißt du mehr als ich. Oder warum macht ihr keine YouTube-Videos mehr zusammen? Ja, genau deswegen. Weil wir Streit haben. Nicht, weil wir uns einfach viel zu selten sehen. Warum muss man immer Streit haben, wenn man keine Videos zusammen dreht? Ich drehe auch keine Videos mit Paula zusammen. Haben wir deswegen Streit? Nein. Ich drehe auch keine Videos mit Belina. Haben wir deswegen Streit? Nein. Also man muss doch einfach mal ein bisschen den Kopf einschalten. Und dann kann man sich eigentlich schon denken, warum man vielleicht keine Videos zusammen dreht. Weil man einfach keine Zeit hat. Ihr habt Streit, das weiß jeder. Nicht aufgefallen? Danke, dass du mehr weißt als ich. Willst du direkt Dagi sein und mein Leben führen? Anscheinend weißt du ja mehr als ich. Also können wir gern tauschen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Manche Personen verstehen es einfach nicht. Es gab keinen Streit, es gibt keinen Streit. Und man muss dieses Thema nicht immer wieder anfangen. Seit 3 Millionen Jahren gefühlt. Eine andere schreibt übrigens, wo ich geschrieben habe, voll nett, danke, du bist trotzdem doof. Warum bist du eigentlich so hässlich? Kein Hate, wollte nur fragen. Warum schreibst du, natürlich. Warum schreibst du nicht zurück, du blöde Mistgeburt? Denkst du immer, du bist was Besseres? 1000 Ausrufezeichen, nur weil du so viele Abonnenten hast, die du im Übrigen gar nicht verdient hast. Weißt du was, ich gebe einen Scheiß auf dich. Ich schreibe jetzt einfach mal ein Herz zurück. Sie schreibt, nein, weil du mein Leben hassen würdest. Deswegen nein. Deshalb vielleicht einfach positiv bleiben und nicht immer das Negative sehen. Das hilft manchmal echt weiter.
Okay, mein Kopf platzt gerade von dieser Negativität und von den ganzen Leuten. Okay, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich werde jetzt auf jeden Fall die paar Sachen, die jetzt noch offen sind, auf jeden Fall schlichten und nicht so belassen. Aber das werde ich jetzt ohne Kamera machen. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wie gesagt, falls ihr noch kein Abonnent seid, gerne auf den roten Abonnieren-Button klicken und keines meiner Videos mehr verpassen. Schaltet auf jeden Fall nächsten Mittwoch ein, denn da kommt was ganz Großes auf euch zu. Mittwoch, 13 Uhr auf meinem Kanal. Ihr könnt euch auf was freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Fühlt euch geknutscht und keine Negativität und kein Hate und ganz viel Liebe. Und bis dann. Tschüssi.